Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Jugendtreff-Channel. Ja, mich kennt ihr ja bereits, ich bin Robin, auf Norbert warten wir noch. Der ist wieder mal ein klein wenig zu spät. Allerdings wollen wir auch direkt anfangen, um was es heute geht, um Minecraft. Dafür haben wir einen super krassen Experten, den mysteriösen Doc Stanroad, direkt live zugeschaltet. Schade, dass Norbert eigentlich da ist. Wäre auch genau sein Thema, aber hallo Doc Stanroad. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Das ist großartig hier, Robin. Hallo. Hi. Du hattest ein paar Fragen zum Thema Minecraft, habe ich gehört. Genau. Unser Top-Moderator ist ja leider nicht da, allerdings habe ich von Minecraft so ziemlich gar keine Ahnung. Deswegen einfach die Frage, was ist Minecraft überhaupt? Um was geht's da? Tja. Was ist Minecraft? Ja, was ist Minecraft? Das ist eine gute Frage. Okay, also Minecraft, das ist sowas wie ein Sandbox-Spiel. Das ist ein Fachbegriff aus der Spielewelt und das sind, ja, wie soll ich sagen, so Baukastenspiele oder Sandkasten, ne, ist das auch ein bisschen, ne? Also du hast deine Förmchen, du hast deine Bestandteile und mit denen kannst du dann frei dein Spiel bestreiten. Und in Minecraft ist das Ganze meistens in so Blöcke eingeteilt. Und die Blöcke, die sind, ja, ja, du willst ja direkt pixelig. Nicht erkannt werden. Ich nehme an, das ist dann dein Avatar, den du gerade hast, auch aus Blöcken. Also wie die ganze Welt in deinem Hintergrund sieht man ja auch schon. Ja. Ja. Ja, okay. Ich bin ein Pixelwesen. Ja. Sehr gut. Aber ich finde mich hübsch, guck mal. Ja, wunderschön. Die blauen Augen. Ja. Oh, betörend, betörend. Und Fliegen sind übrigens cool. Fliegen? Fliegen. Okay. Ja, ich guck mal, blonde Fliege an. Ach so, ja, okay. Ja, stimmt, sieht man, ja. Ja. So, und im Hintergrund, da sieht man eins meiner Projekte und im Vordergrund auch. Ich mache nämlich einen YouTube-Kanal und der heißt Doc Stanroad. Ich denke mal, den wirst du ja unter dem Video oder dann verlinken. Ja, ne? Natürlich. Genau, und da gibt es immer eine Redstone-Schule und da versuche ich Leuten, die Minecraft noch nicht so gut beherrschen, beziehungsweise die das Redstone in Minecraft noch nicht beherrschen, ein bisschen beizubringen, wie toll das ist. Und da hinten, da baue ich eine Redstone-Bibliothek. Das ist erstmal ein riesengroßes Gebäude. Ich laufe mal ein bisschen rückwärts, damit man es sieht. Ein riesengroßes Gebäude und da sollen noch ganz viele Sachen reingebaut werden und das ist so mein zweites großes Projekt im Moment und da halte ich mich mit auf. Redstone-Bibliothek jetzt, um das Thema Redstone dann, oder? Die Redstone-Bibliothek, ja, also, da muss man zu erklären, also es gibt Minecraft, das ist im Prinzip erstmal ein Spiel, wo ich aus Blöcken bauen kann. Ich wechsle mal kurz meine Perspektive, so jetzt könnt ihr aus meinen Augen sehen. So, jawohl, so sieht die Welt halt für mich aus und da gibt es erstmal die Möglichkeit, dass ich wie jetzt im Kreativmodus spiele und kann mir dann aus allen Blöcken, die es gibt hier, einmal was aussuchen und kann damit bauen. Zum Beispiel hier ein bisschen Holz oder auch mit ein wenig Stufen und Treppen und so weiter und so fort. Ich kann aber auch Dekomaterialien setzen, wie zum Beispiel Blümchen oder Pilze. Oder ein schönes Blümchen hier einmal. So, und damit kann ich dann einfach hier, hoppala, einfach hier schön bauen. Und das geht dann so. Zack, zack, zack und so weiter. Ich setze mir dann hier ein Dach irgendwie vielleicht drauf und vorn hausen. Blümelein. Also du fliegst ja jetzt gerade, ne? Ich meine, ja. Ich kenne da ein bisschen Minecraft, ja. Wir haben ja an all unseren Treff Minecraft bis jetzt auf den Rechnern oder selbst auf der PS4 dann so. Wie unterscheidet sich das jetzt gerade? Du bist in diesem Kreativmodus. Genau, der Kreativmodus ist im Prinzip, dass du alles, was Minecraft zu bieten hast, zur Verfügung gestellt bekommst und kannst frei und kreativ dich austoben, ja, und bauen, was du willst. Es gibt noch andere Modi, zum Beispiel den Überlebensmodus. Dann wirst du in eine zufällig generierte Welt geworfen und musst da dann überleben und dir die Sachen selber, ja, erarbeiten. Und daher kommt auch dieses
craften und das Wort mine. Denn mine heißt eigentlich eine Mine. Genau. Und dann gehe ich halt in den Boden oder in den Berg und baue mir da die Steine ab, klopfe die dann ab, muss mir die Werkzeuge auch selber dann bauen, aus dem Holz zum Beispiel und aus den Steinen oder aus dem Eisen, das ich finde. Eisenerz muss ich einschmelzen und so gewinne ich langsam immer mehr Ressourcen, um ja die Projekte, die ich dann bauen will, im Überlebensmodus zu bauen. Und das ist der eigentliche Modus, sozusagen die Königsübung in Minecraft. Ja. Also mit kreativ kann jeder bauen, sage ich jetzt mal, und da macht man sich es auch oft ein bisschen leicht. Gut im Kreativmodus bauen, das versuche ich da hinten bei der Bibliothek. Ja, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, da auch irgendwie ein gutes Design zu bekommen. Und ja, aber der dritte Modus ist der Hardcore-Modus. Das ist der Modus, in dem man, wenn man einmal stirbt, achso, im Überlebensmodus kann man übrigens sterben. Ja? Aber ja, das ist gar nicht so schlimm, wenn dann mal ein Monster kommt oder irgendwo runterfällst. Du wachst an deinem Bettchen wieder auf. Okay, also man kann jetzt wahrscheinlich da auch nicht so rumfliegen, wie du das gerade machst. Ne? Nein, man kann da nicht rumfliegen, das kann ich nur hier im Überlebensmodus, im Kreativmodus, im Überlebensmodus kann ich laufen. Es gibt eine Möglichkeit, wie ich im Kreativmodus, im Überlebensmodus fliegen kann, und das ist, wenn ich den Endgegner besiege. Es gab lange Zeit in Minecraft kein Ende, und dann hat man irgendwann die Enddimension eingeführt, und die hat einen Drachen, der mega cool ist. Und wenn man den besiegt hat, dann kann man das Ende erkunden. Und im Ende findet man so ein paar Flügel, die heißen Elytra. Und mit denen kann ich dann nicht so richtig fliegen wie im Kreativmodus so, sondern ich kann gleiten. So ein Gleitflug ist das dann. Mhm. Aber mit Hilfe von Raketen, die ich mir dazu craften kann, kann ich dann auch eine längere Strecke dann fliegen. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man ganz viele Möglichkeiten hat, eigentlich tausende Möglichkeiten, und auch verschiedene Sachen auch noch, die es gibt, zu kombinieren. Irgendwie mit den Flügeln und dann mit Raketen sogar noch, das ist ja... Genau, das ist so ein bisschen der Witz auch, das ganze Spiel zu entdecken und auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt, was kann ich wie benutzen, und da gibt es tausend Möglichkeiten, das zu spielen, und es hat sich ja so ein bisschen herausgestellt, dass es auch für bestimmte Bereiche auch Szenen gibt. Es gibt zum Beispiel die Redstone-Szene, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, was Redstone ist. Ich fliege mal hin, dann erkläre ich mal ein bisschen Redstone. Das ist dein Spezialgebiet dann auch. Das ist mein Spezialgebiet, genau. Da habe ich mich ein bisschen drauf spezialisiert. Und ein bisschen auch das kreative Bauen. Aber mir macht am meisten Spaß, dass die tollen Dinge, die ich baue, dass die auch irgendwie funktionieren. Und ich kann ja mal ein paar Beispiele aus der Redstone-Schule laden. Und das ist zum Beispiel hier die erste Stunde hier. Die kann ich hier einmal auf die Wiese bringen. Klick. Redstone ist ja auch ein Anagramm für Redstone, habe ich mir sagen lassen. Ne? Genau, wenn man die Buchstaben umstellt, dann ist das schon, stört das Handy. Schon stört das Handy. Es ist aber nicht Norbert. Es geht um die Ferienspiele, wie immer. Genau. Und hier kann man angucken, was Redstone eigentlich ist. Redstone ist in der Welt so ein Erz. Und wenn ich dieses Erz abbaue, dann kommt so ein Stäubchen heraus. Das schmeiße ich hier mal auf den Boden. So, und wenn ich dieses Stäubchen jetzt hier auf dem Boden verteile, das kann ich hier auswählen, dann gibt das hier diese Linien. Ja? Mhm. Und diese Linien kann ich mit einem Signal versehen, zum Beispiel mit dieser Fackel. Und dann leuchtet die. Und das ist ein Signal. Und dieses Signal kann ich sozusagen an Empfänger weitergeben. Zum Beispiel, klassischer Empfänger ist so eine Lampe. Ne? Oder aber auch da hinten eine Tür. Der Knopf ist dann hier in meinem Sender und zack, öffnet er die Tür. Und beim Knopf ist es so, es ist nur ein kurzer Impuls und dann geht es wieder aus. Ne? Mhm. Beim Schalter zum Beispiel, da kann man dauerhaft das Signal einschalten. Und so kann man da mit verschiedenen Sachen ganz coole Sachen machen. Hier zum Beispiel kann man einfach so Türen automatisieren, nur mit diesen paar Sachen. Also ein Knopf, Redstone-Fackeln und ein bisschen Redstone. Schon kann man hier diese Tür hier machen. Die Tür kann man hier dann öffnen, kann durchgehen und kann sie dann von innen wieder mit Knopf verschließen. Ach so, also im Prinzip, das sind die gleichen Türen, nur auf der einen Seite hast du es dann
offengelegt, wo die Schaltungen verlaufen, auf der anderen Seite, wo man es nicht sieht, oder? Ja, genau, das sind die gleichen Türen und hier kann man reingucken, das habe ich als Beispiel sozusagen dann vorbereitet und natürlich ist es einfacher, wenn man diese Tür mit der Hand öffnet und mit der Hand wieder zumacht, aber darauf kommt es gar nicht an. Ja? Es kommt darauf an, dass das einfach geht und es gibt auch Türen, die man nicht mit der Hand öffnen kann, die brauchen dann so ein Signal. Von daher passt das schon, funktioniert das hier schon ganz gut, aber das ist ja nur ein erstes Modell, was man so machen kann und wir sind schon bei der Redstone-Schule schon ziemlich weit gekommen. Ich versuche mal hier mich durchzuquetschen und mal irgendwas Fortgeschritteneres zu suchen. Ja, aktuell sind wir gerade bei Schleimblock-Konstruktionen angekommen und da haben wir dann noch weitere Empfänger, die cool sind, nämlich einen Kolben. Moment, und bam. Ach so, das ist jetzt im Prinzip, du baust das immer durch dein Bücherregal da sozusagen dann immer auf direkt. Ja, ich hab das aufgebaut, dann habe ich es gespeichert mit so einem Konstruktionsblock, nennt sich das. Und dadurch kann ich diese Sachen immer wieder laden und die müllen mir die Welt nicht zu. Ne? Das ist ja ein, und ich habe immer die gleiche Fläche, auf der ich dann erklären kann, sozusagen im Schatten des Schlosses hier. Ah ja. Ja, genau. Und hier gibt es zum Beispiel ganz coole Mechaniken, das habe ich jetzt vor kurzem gezeigt, wie zum Beispiel dieses hier. Wenn ich hier diesen Schalter betätige, dann kann ich hier zum Beispiel einen Pfeilhagel auf meine Monster oder auf meine Feinde herabregnen lassen. Das ist zum Beispiel ganz cool. Oder auch hier diese Vorrichtung, die schießt einen Pfeil so richtig schön weit weg mit so einem Schleimblock. Das sind dann so ein bisschen fortgeschrittenere Sachen, aber vielleicht gucken wir, was wir noch hier einmal gestalten können. Was können wir noch machen? Was ist denn schön? Mit dem Beobachter kann man tolle Sachen machen. Was haben wir denn da Schönes gemacht? Da gehen wir mal hin. Der Beobachter ist auch ein ganz tolles Gerät. Und das sieht jetzt alles nach Hexenwerk aus, aber das ist gar nicht so wild. Also das ist wirklich ganz einfach eigentlich damit zu bauen, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Hier muss ich einmal kurz reparieren, weil durch den Aufbau einmal so, in falschen Modus gesetzt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel reinlaufen und habe hier so eine zwei Block hohe Tür, die nach unten rausgeht und wenn ich durchgegangen bin, dann geht die wieder zu. Zum Beispiel. Oder was ist hier, jetzt für ein Material? Ist das Wasser oder was war das jetzt? Das hier, nee, das war einfach so ein blauer Trockenbeton. Ach so. Der hat die Eigenschaft, dass er fällt. Also wenn ich ihn nur platziere, dann fällt er runter, beziehungsweise hier hat er auch einen Knopf. So, ist er kaputt gegangen. Mhm. Das hier zum Beispiel, das kann der Beobachter auch. Er kann messen, ob eine Pflanze hier wächst und dann erntet er das von alleine ab. Und hier habe ich benutzt, um einen Disco-Boden zu bauen. Und Achtung, fertig und los. Na, da. Yeah, ja, fertig. Ja. Da muss ich mal in die andere Perspektive. So. Stark. Hyper. Ja, also man kann da schon ordentlich was machen und sehr kreativ werden und sich überlegen irgendwie, ja, was soll meine Anlage können irgendwie. Zum Beispiel kann man auch überprüfen, welchen Gegenstand man hat und benutzt. Oder ich kann zum Beispiel Automaten bauen, indem man irgendwo einen Diamant einwirft und dann kommen Sachen raus. Ich baue hier für die Bibliothek ein ganzes Ausleihsystem für Bücher. Okay. Dass man die dann verwalten kann und sowas. Kann man alles bauen, da ist in der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und so ein bisschen vergleiche ich das mit dem Elektronikbaukasten. Den hatte ich als Kind und ich hätte das total gefeiert, wenn ich neben diesem Elektronikbaukasten eben auch so einen Modellbaukasten hätte. Und das habe ich hier in Minecraft. Also diese Verbindung aus Modellbau und Elektronikbaukasten. Ja. Und das macht für mich in gewisser Maße den kreativen Reiz auch aus. Okay. Darf man fragen, wie alt du bist? Ja, darf man. Darf man, ja. Wie alt bist du denn? Sag ich nicht. Okay. Interessant. Okay, also ich bin jetzt kein Jungspund mehr, kein Jugendlicher, kein, okay. Ne? Also das
Bin schon ein bisschen älter. So. Wie lang bist du schon am Thema Minecraft jetzt so dran? Ah, ich bin durch meine Arbeit dazu gekommen. Ich fand Minecraft am Anfang tatsächlich sehr, sehr öde, muss ich sagen. Also ich habe mir gedacht, so eine Welt, so eine offene Welt ohne Ziel, wie spannend kann das sein? Und dachte, boah, ist das langweilig. Und habe das aber gar nicht so richtig verstanden, wo der Reiz drin liegt. Und dann habe ich es mir mal angesehen, eben auch mit mit den Kindern und Jugendlichen aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Da arbeite ich nämlich. Und habe dann festgestellt, oh, das macht Spaß. Und dann dieses Redstone, oh, wow, das erinnert mich an meinen Elektrobaukasten von früher. Ja? Ja, okay. Und dann war ich Feuer und Flamme und habe meine ersten Projekte gebaut und so ist das dazu gekommen. Und dann dachte ich mir, ich hätte als Anfänger in Redstone sowas gebraucht wie eine Redstone-Schule, wo jemand mal von Anfang an für den Anfänger Sachen so erklärt, als wüsste man überhaupt nichts. Ne? Und das ohne Voraussetzungen. Und das versuche ich hier in dieser Redstone-Schule für alle zu machen. Und ich hoffe, mir gelingt das, dass das auch alle irgendwie verstehen und dass ich das wirklich verständlich mache und auch wirklich alles irgendwann erklärt habe. Ja. Ne? Und ich versuche das ein bisschen zu vertiefen. Also ich habe immer ein Thema, das ist das Thema zum Beispiel der Beobachter hier. Und dann zeige ich hier beim Thema Beobachter immer gerne so, das kann der Beobachter, erkennen zum Beispiel. Ja, ich zeige es mal einmal hier an dieser Stelle. Ne? Zum Beispiel erkennt der Beobachter, wenn ich hier das Lämpchen hier an diesem Gerät ein- und ausschalte oder wenn ich hier diesen Verstärker verstelle. Ja, dann erkennt der Beobachter das. Und das zeige ich dann. Und passend dazu gibt es dann immer Tutorials, wo ich genau diese Sachen dann verbaue. Und dann erkennt man das, was ich vorher erklärt habe, in dem Tutorial, in einem anderen Video, erkennt man das dann hoffentlich wieder und kann das dann auch für sich verwenden. Okay. Ja. Ja, es gibt eben auch noch einen anderen Modus, das wollte ich vorher noch erklären, nämlich das ist der Überlebensmodus im Hardcore. Da ist es nämlich so, wenn ich da einmal sterbe, dann ist vorbei. Okay. Dann ist die Welt kaputt. Ne? Aber speichern kann man dann trotzdem seinen Speicherstand wahrscheinlich. Ja, ja, man speichert, also das ist sehr geschickt programmiert bei Minecraft. Es ist immer so, der Speicherstand wird fortlaufend gespeichert. Also wenn ich einen Block setze, dann wird das schon vom Spiel wahrgenommen und die Welt verändert. Okay. Also ziemlich cool. Also der Unterschied zu diesem normalen Überlebensmodus ist dann einfach, wenn man da stirbt, dann passiert nichts. Verliert man dann seine Items? Dann auch, verliert oder? Man, wenn man das nicht anders eingestellt hat, verliert man höchstens das, was man dabei hatte. Okay. In der Regel liegt das in der Landschaft rum, nur wenn ich sehr weit weg bin von meinem Bett und nicht mehr schaffe, es innerhalb von 5 Minuten abzuholen, verschwindet es dann das Zeug. Ne? Genau, und ansonsten kann ich es wiederholen und beim Hardcore-Modus ist einfach zack, vorbei, Ende Gelände. Ne? Ja. Genau, und da wollte ich erzählen, es gibt nämlich nicht nur diese Redstone-Szene, zu der ich mich so ein bisschen zugehörig fühle, sondern es gibt auch eben eine Szene, das sind die Speedrunner und die haben sich überlegt am Anfang, ja, wir wollen in Minecraft irgendein Ziel erreichen und unsere Zeiten messen. Mhm. Und so eine Minecraft-Welt, muss man sich überlegen, ist eigentlich riesig groß, unendlich, nahezu unendlich groß. Also man muss 2 Wochen im Kreativmodus fliegen, um an die Weltgrenze zu kommen. Okay. Also sie ist wesentlich größer als unsere normale Welt. Das ja? ist natürlich... Und da gibt es immer wieder einiges zu entdecken. Es gibt verschiedene Biome, also verschiedene Landschaften. Es gibt Wüsten. Es gibt Wälder, verschiedene Arten von Wälder. Es gibt auch Urwälder. Es gibt Berge, es gibt Täler, es gibt Flüsse, es gibt Wüsten und so weiter. Es gibt Dörfer zu erkunden, Pyramiden. Es gibt auch ganz selten so alte Herrenhäuser, die so gruselig so ein bisschen angehaucht sind. Mhm. Die kann man erkennen. Und dann gibt es noch die Festung, die in der Erde verbuddelt ist, wo ich den Zugang zum Ende finde. Und da bin ich jetzt wieder bei den Speedrunnern. Die ersten Speedrunner hatten sich als Ziel überlegt, wer als allererstes am Grundgestein ist. Das heißt, ich buddel in die Erde runter und muss das Grundgestein, das man nicht mehr durchstoßen kann, erreichen. Mhm. Und dann wird die Zeit gemessen. Und das war am Anfang viel, viel schwieriger, als es heute ist. Heute macht man bip, 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 bip und ist unten. Okay. Ja? Heute hat mit dem Drachen ein anderes Ende Einzug erhalten. Und jetzt ist das Ziel, so schnell wie möglich den Drachen zu besiegen.
Und dann laufen die Leute durch die Gegend und die Zeiten sind fantastisch. Also nachdem man festgestellt hat, dass man ein Bett im Ende zur Explosion bringen kann, weil man da nicht drin schlafen kann im Ende, ja, dann explodiert das Bett. Nachdem man das festgestellt hat, kann man so Betten nutzen, um dem Drachen mit einer Explosion Schaden zuzufügen. Ja, und so laufen die Leute und sind teilweise so im 10-Minuten-Bereich, dass die Minecraft komplett durchspielen in dieser Art und Weise. Das ist eine ganze Szene, die sich damit beschäftigt. Oder die sich dann weiter Herausforderungen setzen, zum Beispiel, indem sie sagen, immer wenn ich, weiß ich nicht, einen Block abbaue, dann kommt nicht das Item raus, was ich meine, was rauskommt. Zum Beispiel, ich baue Redstone ab, dann kommt nicht Redstone raus, sondern es kommt eine Lampe raus. Ja? Oder ich baue Holz ab, da kommt kein Holz raus, sondern eine Redstone. Und so mit solchen Herausforderungen möglichst Minecraft durchzuspielen ist dann, oder es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel, dass da, wo ich lief, hinter mir Lava wird oder sowas. Ne? Und solche Szene gibt es halt, wo es im Prinzip nur darum geht, mit bestimmten Herausforderungen den Drachen zu besiegen. Das Über Lava, so, nehme ich an, kann man da nicht mehr laufen. Ja, da geht man dann unter und wenn man dann keine gute Verzauberung hat, was bei so einem Speedrun eben nicht meistens nicht der Fall ist, dann brutzelt man sich doch ziemlich schnell weg. Okay. Ja? Genau. Eine weitere wichtige Szene sind eben diese Meisterbilder, da die hier solche Bauwerke und Landschaften bauen. Also da gibt es auch viele Leute, die unglaublich toll bauen können, die schöne Landschaften erstellen, ganze Städte bauen. Und auch das ist eine eigene Szene, wo es richtige Design-Götter gibt, sage ich jetzt mal, die richtig kreativ sind und da Sachen hinsetzen, die schon ziemlich, ziemlich cool sind. Ja, was ich da schon gesehen habe, war hier Schloss Neuschwanstein und sowas, solche riesigen Nachbauen. Ja, ja, es gibt auch gerne beliebte Sachen, dass Karten nachgebaut werden, wie zum Beispiel Harry Potter, Hogwarts oder von Game of Thrones die Landschaft. Da gibt es teilweise ganz Westeros als Map und das unglaublich gut umgesetzt. Aber auch eigene Fantasiewelten, Zukunftsstädte, mittelalterliche Städte und so weiter und so fort. Und das ist eine schöne Sache. Ich sehe gerade hinten, da am Horizont, da ist so ein kleines Dorf, das so ein bisschen hier der Bibliothek weichen musste. Ich habe mich noch nicht getraut, das ganz wegzumachen. Ich hänge ein bisschen an den Dorfbewohner. Ja. Ah ja, Dorfbewohner gibt es übrigens auch. Mit denen kann man auch interagieren. Ne? Ja, Dorfbewohner, Monster und so weiter. Ne? Im Übrigen, erkennst du was hier in dem Labyrinth? Ah ja. Ist cool, ne? Ja, sehr gut. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch erkannt habt. Sonst geht auch noch mal am besten drauf. Nochmal zeigen. Was ist das Besondere? Dann kann man da irgendwas erkennen. Ich habe es gesehen, ich werde es jetzt nicht sagen, aber vielleicht im Live-Chat, ja, schnell das wer, was da steht. Ja. Als Tipp, es sind Buchstaben. Ja, das Coole ist halt, man kann dieses Spiel auch nicht alleine spielen, sondern man baut es halt auch mit Freunden. Also es gibt eben das Serverspiel, das kann man lokal im eigenen Netzwerk spielen, aber auch eben über das Internet auf Servern, die man selber einrichtet oder wo man sich Server mieten kann, teilweise für günstig Geld, wenn man ein bisschen mehr Service haben will, irgendwie auch für ein bisschen mehr Geld, aber man kriegt, ich sag mal schon ab ein paar Euro im Monat, kriegt man schon einen Server für 4 Personen und kann mit seinen Kumpels dann zusammenbauen und das ist auch eigentlich ganz geschickt, wenn man auch nicht so gute Computer hat, so wie ich manchmal, dann ist so ein Server auch gar nicht so verkehrt, um da eben ja ein bisschen Leistung, Computerleistung zu sparen. Denn der Server übernimmt dann das Berechnen der Welt und der heimische Computer übernimmt dann nur noch die Berechnung von dem, was ich jetzt gerade aktuell an dieser Welt zu sehen bekomme. Okay. Genau. Ja, was ich mir die ganze Zeit frage, können wir in deine Bibliothek, ist die schon soweit fertig? Oder die soweit fertig ist, also noch lange nicht fertig. Okay. Aber wir können trotzdem mal rein. Ich habe hier ein paar schöne Sachen. Das wird jetzt eine Sneak Peek, aber es ist exklusiv, weil das, was ich da jetzt baue, das kommt erst in 2 Videos am Sonntag und am kommenden Sonntag. Ja. Aber diesen Eingangsbereich, den kennt man schon. So, hier kommt man durch die Tür rein und das ist so die Eingangshalle.
So, sehr schön hier ausgekleidet. Hier kann man die Treppen hier nach oben. Ach so, Moment. Ja, ich muss mal eben ganz kurz was einstellen, damit man hier ein bisschen was sieht. Achtung, kleinen Moment. Habe ich es richtig geschrieben? Ach Quatsch. So, ich hatte nämlich einen Effekt mir gegeben, dass ich so Nachtsicht habe und da sieht man eben die Beleuchtung nicht schön. Also es ist natürlich nochmal anders, wenn man hier die Beleuchtung auch mitnimmt. Ja, So, klar. ne? So, hier ist es dann natürlich ein bisschen duster hier in diesem Flur. Da soll man reingehen, da muss die Beleuchtung noch machen und kommt dann hier durch diese düstere Tür in diesen Flurbereich. Und da hinten seht ihr, ist es noch offen, da muss man weiterbauen. Und da wird ein Fahrstuhl gebaut. Ah ja. Wunderschön hier in Pink. Da wird gerade ein Fahrstuhl gebaut, ja, genau. Und ich fliege einmal hier durch die Wände durch kurz. Hier kommt man dann raus, wenn man die Treppen hochgeht. So, und dann kann man hier zum Beispiel auch in diesen großen Bibliotheksraum reinkommen. Und ich finde das schon ziemlich Ja, das ist ganz schön nice imposant, aus. ja. Ja, und hier überall die Bücher. Ich musste mir schon die Frage gefallen lassen, wie komme ich denn hier in das oberste Buch? Ich sagte gar nicht. Und dann habe ich noch ein paar Leitern dran gemacht, dass man wenigstens an einige rankommt. Und hier komme ich in den Bereich, der wird jetzt am kommenden Sonntag erst gebaut, beziehungsweise ist am letzten Sonntag gebaut Ja. worden. Also der wird dann So. ausgestrahlt auf deinem Channel dann. Ja, Ja. genau. Und hier sieht man diesen Bibliotheksbereich. Der ist auch nochmal ziemlich hübsch geraten, wie ich Ja. finde. Ja. Und kommt dann hier. Na, wo sind denn meine Treppen? Achso. So, ich gehe mal hier eine Etage tiefer. Ups, ich stecke fest. So, und ist dann hier unten in diesem Bereich von dieser Bibliothek. Und ich versuche immer in jeder Folge, die ich das baue, auch immer Redstone zu verbauen. Und immer irgendwas Neues zu gestalten da. Aber ja, das gelingt mir natürlich nicht immer. Also bis jetzt habe ich es mal noch mehr oder weniger geschafft. Okay. So, wir gehen mal wieder hier Die raus. Bilder, sind das jetzt auch so Eigenkreativschöpfung oder? Nee, diese Bilder, die gibt es in Minecraft. Die hat ein Künstler entworfen, das ist ein Bekannter von dem Entwickler von Ja. Notch, das ist sein Minecraft-Name, von dem Entwickler Notch, ich weiß nicht, Bekannter oder Verwandter, auf jeden Fall der hat diese Bilder gemacht und die sind tatsächlich in Wirklichkeit auch teilweise verpixelt. Also da kann man auch eine ganze, ja, da kann man schon einen ganzen Film von drehen eigentlich zu diesen Bildern und wie das dazu gekommen ist und was das Geheimnis dieser Bilder ist. Das ist schon ziemlich abgefahren, Also ne? könnte das sein, dass es echte Bilder sind, die dann mit Minecraft versehen wollen, weil das eine war ja so ein Schaf, das Das da war so ein drin ist, ne? Schweinchen, Oder was da drin Schweinchen, versehen ja. ist, ja. Ja, teilweise auch das. Das hier ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus einem anderen Videospiel. Und das ist aber auch ein Ausschnitt aus dem ganzen Gemälde. Und tatsächlich ist dieses Bild im Originalgemälde auch verpixelt. Und die kommen alle von diesem Künstler. Also das ist schon ein cooler Scheiß, den er da gemacht hat, muss ich sagen. Ja, So, heftig. und wir können ja mal wieder rausgehen hier. Und das Ziel ist es, dass diese Redstone-Bibliothek am Ende des Tages eben eine Bibliothek für Redstone ist. Also wo man dann Redstone-Schaltungen da abrufen kann mit Konstruktionsblöcken und sagen kann, ich möchte zum Beispiel wissen, wie kann ich einen Speicher bauen, indem ich einen Signalspeicher. Oder wie kann ich zum Beispiel etwas bauen, wie zum Beispiel ein Keykartensensor oder ein Augen, nee, wieder Ei, wer ist das, so ein Augensensor oder so. Und das so aussieht. Und dann kann ich da reingehen, suche mir das raus, drück dann und es erscheint dann und ich kann das studieren und mir das ansehen. Ne? Und so dafür soll diese Bibliothek eigentlich sein, dass ich irgendwann dann auch das so nutzen kann. Ne? Und dann wird diese Bibliothek immer weiter wachsen mit weiteren Redstone-Schaltungen. Die schaltest du dann öffentlich auch und dann kann da jeder draufgehen oder Also wie machst du regelmäßig das jetzt? werde ich diese Karte hier, die ich baue, auch zum Download anbieten. Okay. Und jetzt vor kurzem habe ich es erst gemacht, dass man die Karte downloaden kann. Und ja, dann da hatte ich nämlich 100 Abonnenten. Ja. Ja.
Und ich hoffe, es sind jetzt wieder 100 Abonnenten, denn anscheinend haben, als ich 100 Abonnenten hatte, einige gemerkt, oh, den habe ich ja nur abonniert und haben mal ein bisschen deabonniert. Ja, Ist das nicht wäre schlimm, natürlich ich finde wichtig. es gut, wenn Leute zuschauen, die auch Bock haben darauf, was ich mache. Ne? Vielleicht interessiert sich einer immer mehr, wie ich hier an der Bibliothek weiterbaue, oder es gibt noch Leute, die interessieren sich eher dafür, was ich an Redstone mache und was ich da erkläre. Und demnächst wollte ich noch ein neues Format ins Leben rufen, eine Art Special, das kommt und wo ich zum Thema Minecraft entweder mal etwas ausgefallene Tutorials mache, die etwas komplizierter sind, also für die Redstone-Freunde, denen das hier zu puppig ist, sage ich jetzt Okay. mal, oder für Leute, die einfach tiefer ins Thema Minecraft einsteigen wollen, oder ich nehme ein Thema aus Minecraft und beleuchte es mal über den Tellerrand hinaus, wie zum Beispiel die Biene. Und gucke mir die Biene an in Minecraft und gleichzeitig gucke mir an, ja, wo sind denn die Parallelen und die Unterschiede zur Biene in der wirklichen Welt. Und das sind Ja. beides nämlich sehr interessante Themen und versucht diese Themen miteinander zu verbinden. Und vielleicht gibt es da auch jemanden, der sich dafür interessiert. Ich finde das nämlich auch spannend. Oder auch die Bilder in Minecraft. Das ist ja auch so ein Grenzthema zwischen Realität und Spielwirklichkeit. Und ja, auch da, das wäre zum Beispiel mal wert, dass man sich das mal ansieht. Ja, auf jeden Fall ein riesiges Gebiet. Ja, da kann man einiges gestalten und einiges machen. Ne? Also mir gehen die Ideen noch nicht aus. Allein für die Redstone-Bibliothek habe ich eine Liste von mindestens 30 Schaltungen, die ich da schon reinbauen würde, um Okay, sich die anzusehen. das ist ja Also eine Menge. ja, das ist enorm. Und Ja. auch das Bauen von der Bibliothek, da habe ich noch 1000 Räume, die ich da gestalten will. Ne? Also das ist schon, da geht mir auf jeden Fall nicht aus, was ich da noch bauen will. Ich habe mir natürlich Fragen überlegt, Ja. vor der Sendung natürlich. Du weißt ja, was unser Channel ist, was wir hier sonst immer so machen, oder beziehungsweise dann ich und Norbert. Oder Norbert und Also ich, ihr ne? frittiert Sachen, habe Wir ich frittieren gehört. Sachen, ne? Ja, klar. Aber Wo sind eigentlich die Bohnen? Ist doch sonst immer Bohnen. Herr Schulte kam ja wieder etwas zu spät, hätten wir noch machen können, Moment, ich guck aber. mal, ob ich irgendwo eine Bohne finde. Wer Hier. Moment, unter Nahrungsmittel vielleicht. hast du vielleicht Kotzbohnen da auch drin? Oh, das hier sieht irgendwie wie eine Bohne aus. Ich Ja. verrate aber nicht, was es sein soll. Das sieht aus Ja. wie eine Also Kotzbohne. würde Doc Stanroad dann jetzt einfach meine Bohne zu sich nehmen. Ja, Ja. okay. Lecker. Ja, ich bin Ja, im hörst kreativen Modus, da verzehre ich das nicht, sondern ich esse immer pausenlos weiter. Ich habe das Gefühl, ich werde immer dicker. Aber ich fürchte, das schmeckt nach Schweinefleisch, die Bohne. Okay. Ja. Also eine Schweinebohne. Eine Schweinebohne. Bäh. Hier, nimm du. Jawohl, pass auf, ich werf dir es nochmal zu. So. Und Achtung, auffangen und. Ja, so ist Sehr gut. das. Hier, ich bin Marker, er ist weg. Oh ja, zack, zack. Ja, Ja. genau, ihr macht ja halt Jugendarbeit und Genau. ich weiß schon, worauf die Frage hinausläuft. Ist Richtig. dieses Spiel jugendgefährdend? Ist das Spiel jugendgefährdend? Und wenn es das nicht ist, dann begründe doch mal, warum das gerade sinnvoll ist zu machen. Ich meine, ich bin auch jetzt echt geflasht davon, was man alle machen kann. Und ja, also Ja, schieß einfach mal los. also, dass dieses Spiel unterscheidet sich schon deutlich von anderen Spielen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie andauernd mit irgendwelchen Zielen angefüttert werde. Ja, es gibt Ziele, die ich erreichen kann, aber das ist nicht etwas, das irgendwie ja zwingend notwendig ist und dass, wenn ich es erreicht habe, dann habe ich es erreicht oder auch nicht. Das ist nicht das Ding. Das hält mich vielleicht ein bisschen bei der Stange. Aber ja, das ist bei Spielen zum Beispiel so, dass man oft angefüttert wird und sagt dann, jetzt muss ich noch dieses machen, jetzt muss ich das machen und wird dann sozusagen von dem Spiel süchtig gemacht, um dabei zu bleiben. Das finde ich, hat in dieser Form Minecraft nicht. Wenn man Minecraft leidenschaftlich spielt, dann weil man davon überzeugt ist und weil es einen wirklich echte Freude bereitet. Und was einen da Freude bereitet, ist erstens, dass man hier seine Fähigkeiten hier machen kann. Zum Beispiel Geschicklichkeit, also wenn ich im Überlebensmodus bin und ja, bin zum Beispiel geschickt da drin, ja, zum Beispiel auf Monsterjagd zu gehen oder Kühe zu züchten oder sonst was, dann macht mir das vielleicht Spaß.
Es macht mir vielleicht Spaß, irgendwie auch ein bisschen der Thrill, der da drin ist, wenn zum Beispiel es Nacht wird und die Monster kommen raus. Das ist vielleicht ein Moment, der könnte bei jüngeren Kindern ein bisschen gruselig rüberkommen. Dann kommen die Zombies und machen blub. Ja, und ich kann leider nicht beide Hände nach vorne strecken, sonst hätte ich es gemacht. Oder es kommen Skelette raus und so und die schießen auf dich. Oder die Creeper, die sind sehr berühmt. Das sind diese grüngesichtigen Viecher mit vier Beinen. Und wenn sie zu nah kommen, dann explodieren sie. Okay. Ich glaube ja einfach, dass die ein hohes Kuschelbedürfnis haben und auch mal menschliche Nähe brauchen. Aber leider kommt denen ihre Natur und das in ihr liegendes Ja, okay. Schwarzpulver in die Quere und dann machen sie halt Bumm. Ne? Und dann ist halt schade. Aber das könnte vielleicht für kleinere Kinder oder für jüngere Kinder manchmal ein bisschen gruselig sein, aber im Kreativmodus sehe ich überhaupt kein Problem. Im Überlebensmodus ab 6 Jahren sehe ich da eigentlich auch kein Problem, dass man da was machen kann. Und das Schöne ist eben, dass man zu mehreren Leuten spielen kann. Das empfehle ich auch immer, auch gerade zum Beispiel, wenn man als Elternteil irgendwie auch Bock hat, ein bisschen mitzuspielen, auch mit den Kindern zu spielen und dabei zu sein oder Kindern das zu ermöglichen, auf dem Server miteinander zu spielen, dann und dabei zuzusehen, wie sie gemeinsam Dinge bauen. Ne? Nicht immer sind die Sachen besonders schön, die Kinder bauen. Ne? Also aus Sicht eines Erwachsenen, da kommen jetzt nicht solche Bauwerke wieder hinten raus. Und das ist nur also ja, das ist schon, sagen wir mal, bemüht schön. Ja? Da gibt es Leute, die bauen auf einem ganz anderen Level und Ja. das ist schon, naja, aber wenn Kinder bauen, dann sieht das eher so aus wie das, was ich da vorhin mal versucht habe zu bauen. Das habe ich jetzt leider schon wieder abgerissen. Ein paar Blöcke, irgendwo ein Dach drauf und dann freut man sich schon, dass man ein Häusle zusammen hat. Oder man baut aus bunten Blöcken irgendwelche Regenbogenhäuser. Das ist schon ziemlich cool und das macht unglaublich viel Spaß. Oder wie es meine Tochter macht, die baut gerne so Pferdekuppeln. Okay. Oh, Koppeln, Entschuldigung, Pferdekoppeln. Und ja, hat dann ihre kleine Pferdezucht. Ne? Und setzt den Sattel auf, reitet mit denen durch die Gegend und freut sich einfach, dass sie da ihre Pferde hat. In unterschiedlichen Ja. Farben und Formen und baut denen dann die Ställe zurecht. Auch Klasse. das kann man da machen. Ne? Und diese Kreativität, die man dann auslebt, die man dann auch mit anderen auslebt, das ist schon ziemlich cool. Und das ist wie so ein Malkasten oder ein Baukasten, aber alles noch viel, 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 viel cooler als das. Und ja, der Aufforderungscharakter ist halt ziemlich stark, da was zu bauen. Ne? Und dann kommt nämlich noch mein Thema dazu, Minecraft, dass man wirklich Sachen findet, erfindet, die was an Funktionen haben. Und man kann ganze, ja, Schaltanlagen bauen. Das geht Ja. bis in Computertechnik. Also ich kann mit Redstone Computertechnologie nachempfinden, wo ich dann ja, Gates baue aus der Elektronik. Ne? Oder Gatter baue und daraus dann Bausteine bauen kann, die also Signale speichern, dass ich ganze RAMs und ROMs bauen kann und ganze Berechnungen machen kann. Das ist auch so eine abgefahrene Spezialszene unter den Redstonern, die Leute, die halt Computer bauen. Richtige Computer, die was können, die rechnen können richtig. Und so, das ist schon ziemlich abgefahren. Und also, da kann mir keiner was erzählen, aber also, wenn das nicht irgendwie pädagogisch wertvoll ist, dann weiß ich es nicht. Ja, Auf diese Art und Weise an solche Themen herangeführt zu werden, an Technik und so. Und ja, und das auf einer Ebene, die sehr niederschwellig ist eigentlich. Ne? Man fängt eben an, hat eine Lampe, habe ich ja gesagt, hat eine Lampe, hat ein Kabel und hat einen Schalter und bumm, habe ich Redstone. Und dann denkt man sich, ja, aber ich möchte gerne so und so. Und dann fuchst man sich da rein. Kommt im besten Falle auf meinen Kanal ja, Verlinkung ist und unten. macht dann weiter und weiter und weiter. Und irgendwann ist man dann so weit, dass man sagt, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte diese Anlage bauen. Und dann schaut man sich auch nicht mehr großartig an, was andere gebaut haben, sondern entwickelt das dann selber und selbstständig weiter. Ja, sehr schön. Ja, und das ist dann eine schöne Sache. Ja, mich überzeugt hast du auf jeden Fall. Allein das Zwischenspiel zwischen Techniker durch dieses Redstone und natürlich auch durch das alleinige Bauen einfach. Ne? Man muss ja Ja. dann, ist ja schon echt Und das Spiel easy. ist halt auch nicht so gewalttätig. Und wenn es gewalttätig ist, dann klopp ich in der Regel auf Zombies und die sind so ein bisschen cartoonhaft gemacht. Ja. Und ja, das
ist alles auf einem recht harmlosen Level, sage ich jetzt mal. Hat Minecraft denn FSK? Da muss ich kurz überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei 0 oder bei 6 liegt. Okay. Also ich glaube, es liegt bei 0. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es bei 0 liegt. Ja, krass. Ne? Also es sind eigentlich keine jugendgefährdenden Inhalte drin. Ich bin jetzt auch nicht so vor. So, und ich habe schon 5-Jährige und 4-Jährige im Kreativmodus schon bauen gesehen. Mhm. Auch das geht, wenn man sich bemüht. Ne? Das Tolle ist ja auch, dass ich dabei schon mal übe, mit Hand-Augen-Koordination so eine Maus zu bewegen und gezielt einen Block zu setzen. Ne? Allein das. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, wie meine Tochter sich zum Beispiel da entwickelt hat und am Anfang dauerte das Setzen eines Blockes eine Minute und jetzt macht sie bim, 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 bim oder Zäusle fertig. Ne? Und das ist auch schon von diesen Fähigkeiten, von den motorischen Fähigkeiten, feinmotorischen Fähigkeiten dann auch toll. Also Kreativität, Feinmotorik, Architektur, Kunst, das steckt da alles drin, ne, was man da machen kann. Ja, heftig. Ja, genau. Und wenn man dann mal Freizeitspaß braucht, dann gibt es auch Minigames. Es gibt auch einige Leute, die Minigames entwickeln. Es gibt auch viele Server, auf denen man dann spielen kann und Minigames spielen kann. Da gibt es dann zum Beispiel dieses Bed Wars oder da hat man, jeder hat ein Bett und eine Insel in der Luft und da muss man das Bett des anderen zerstören und muss sich darüber bauen. Ja. Und wenn der andere aber einen schubst, dann fällt man runter in die Leere und taucht bei seinem Bett wieder auf. Und so muss man halt versuchen, das Bett der anderen dann halt kaputt zu machen. Und wenn man alle Betten kaputt gemacht hat, das letzte übrig ist, hat man gewonnen. Oder Lucky Blocks, das ist dann eine spezielle Mod nochmal. Also das ist auch noch ein Thema. Man kann ja Minecraft auch noch verändern. Es gibt eine ganze Modder-Szene, die sich Funktionen, die Minecraft am Werk nicht bietet, sich durch Mods dazu bauen. Na? Okay, das wären jetzt zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt irgendwelche sagen müssen. Also zum Beispiel, was kann man da zum Beispiel sagen? Da gibt es so viele, dass mir irgendwie ganz spontan nichts einfällt. Also man kann zum Beispiel Kisten nicht verschieben im normalen Minecraft. Und da gibt es dann zum Beispiel jemand, der programmiert das dann und als Mod und dann kann man Kisten verschieben. Oder Redstone kann nicht Wände hochlaufen an der Wand und programmiert das ein und zack, mit der Mod kann man dann das machen. Oder es gibt eine Mod, die macht dich zum Superhelden. Dann kannst du verschiedene Superheldenkostüme anziehen und hast dann die Fähigkeiten von diesem Superheld. Also das kann man dann zum Beispiel alles machen. Ne? Oder Lucky Blocks eben. Der Lucky Block ist, du machst einen Lucky Block, so mit einem Fragezeichen ist ja versehen und je nachdem ist eine Überraschung drin. Manchmal was Gutes, wie irgendwie eine Ressource, die du brauchst, ein tolles Schwert oder so mit einer Verzauberung drauf. Oder es ist ein Monster drin oder eine ganze Horde von Monstern, die dann einen auf einen draufgehen und so Lucky Block halt, ne? Okay. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Und was mir besonders gut gefällt, Master Builder, das ist auch ein schönes Spiel, was man auf dem Server mit Leuten spielen kann, wo du dann aus drei Vorschlägen wählt man dann gemeinsam mit allen Mitspielern einen Bauvorschlag aus, zum Beispiel baut einen Apfel. Ja, dann haben alle sich oder die meisten sich für Apfel entschieden, dann geht's los, man hat 5 Minuten Zeit und das ist nicht viel und baut dann ganz flott sich sein Ding auf und am Schluss bewerten alle jedes Bauwerk einzeln, sein eigenes darf man nicht bewerten und dann wird geguckt, wer gewonnen hat, wer hat von den meisten, von den Leuten am meisten, ja, Lob bekommen sozusagen für sein Bauwerk und je nachdem gewinnt man oder nicht. Und das finde ich ziemlich cool, weil man auf kurze Zeit sehr kreativ sein muss. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dieses Spiel. Cool. Allerdings schon schöne Sachen, die man machen kann. Ja, unglaublich. Das ist echt riesig, das Spiel. Das vermutet man, glaube ich, gar nicht, wenn man es irgendwo, weiß nicht, irgendwo im Laden sieht oder im Internet oder was, wenn man sich das Spiel kauft. Da steckt eine Menge Potenzial drin. Es unterscheidet sich wirklich ganz, ganz gewaltig von anderen Spielen, eben auch was das Level an Gewalt angeht zum Beispiel. Also da muss man sich hier nicht so recht Sorgen machen, was es angeht, dass man wirklich kreativ sein muss, dass man miteinander spielt, dass man konstruktiv miteinander spielt und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, krass. Danke für das Interview, würde ich sagen. Also es war sehr aufschlussreich, vor allem für mich. Ich hoffe für euch auch, die es noch nicht kannten. Vielleicht hat auch der ein oder andere Zuschauer, der es schon kennt, noch was gelernt.
und schalt natürlich ein. Ich frage mich immer nur noch, wo Norbert bleibt. Ne? Wie lange waren wir jetzt schon? Ein bisschen auf Sendung sind wir ja schon, ne? Ja, eine Dreiviertelstunde läuft die Sendung schon. Ja, also ich weiß auch nicht. Bestellen Norbert mal schöne Grüße von mir. Ja, mache ich. Ja. Und ich schmeiße noch eine Bohne hin. Hier. Ja, vielen Dank. Kannst du Norbert vielleicht gleich mal unterjubeln. Hier, ja. Zack. Ja, danke schön. Alles klar. Dann sage ich jetzt mal Tschüss. Und mein Abschiedsspruch ist immer der gleiche. Ich sage dann, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ja, sehr gut. Ciao. Tschüss.